Ein Händler, der Fleisch verkauft. Wo ist denn der Händler? Ich hoffe, Sie kommen bald. Besser sofort. Mir gehen bald sämtliche Vorräte aus. Oh. Markus und Moll. Was habt ihr beide mir denn zu sagen? Welch Ehre, euch zu treffen, Freibeuter. So ein Zufall. Markus und ich haben soeben von euch gesprochen. Bitte was? Aber so gut ist doch mein Ruf noch gar nicht. Wo? Du willst dich doch nur einschleimen bei mir. Wir können die Dienste eines tüchtigen Kriegers gut gebrauchen. Ihr solltet euch zu Markus begeben und mit ihm sprechen. Er könnte einen interessanten Vorschlag für euch bereithalten. Oha. Nun denn. Seid gegrüßt. Möchtet ihr nicht ein paar meiner Waren kaufen? Was könnt ihr mir anbieten? Oh je, mein Angebot entspricht leider nicht meinen eigenen Vorstellungen. Der Krieg mit den Orks im Süden bereitet unseren Karawanen, die uns mit neuen Gütern versorgen sollen, eine Menge Unannehmlichkeiten. Habe ich euch recht verstanden? Ihr habt Probleme mit den Karawanen? Oh ja, ich erwarte gerade dringlichst eine Lieferung frischer Früchte. Der Karren ist schon überfällig. Es tut mir leid, dies zu hören. Sorry für dich. Nächstes Mal hast du vielleicht mehr Glück. Wo ich gerade darüber nachsinne, vielleicht könnt ihr mir helfen. Wenn ihr euch in nächster Zukunft südwärts begebt, könntet ihr vielleicht nach einem Karren Ausschau halten, der Früchte geladen hat? Ich wäre euch zu großem Dank verpflichtet, wenn ihr mir etwas über seinen Verbleib berichten könntet. Ja, das können wir mal machen. Welch simple Aufgabe, mein Freund. Ich nehme sie an. Ja, sehr schön. Darf ich trotzdem mal gucken, was du hast? Okay, ein bisschen Gold. Ein paar Flaschen. Und ansonsten, ja. Fleisch, Getränke, Brot, Obst und Gemüse. Leider bin ich in Eile. Naja, bin ich nicht wirklich, aber was soll's. Fehlende Lieferung. Wieso ist es jetzt Nacht? Sehe ich doch kaum was. Oh. Verzeiht die Störung. Mein Name ist Carolina. Habt ihr einen kleinen Jungen gesehen? Er muss hier irgendwo sein. Er zieht immer los und handelt sich Ärger ein. Ein kleiner Träumer, immer auf der Suche nach Abenteuern. Wohl das normale Verhalten für einen Jungen in seinem Alter. Nein, ich habe keine Kinder in dieser Gegend gesehen. Findet ihn besser schnell. Es streifen üble Kreaturen umher. Oh Götter, wenn er nicht in der Gegend zu finden ist, so hat er gewiss die Höhle der Finsternis aufgesucht. Habt Erbarmen, ihr Götter. Höhle der Finsternis? Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Naja, eigentlich schon, aber Es ist eine Höhle, die sich nördlich des Marktes befindet. Ein dunkler, ein unheimlicher und schrecklicher Ort. Wie komme ich denn auf dunkel? Naja. Es heißt, dort sollen dunkle Kreaturen lauern. Einige Leute sind dorthin aufgebrochen und kehrten niemals zurück. Oh, mein armer Junge. Beruhigt euch. Ich werde dort nach dem Rechten sehen und euren Jungen zurückbringen, falls er dort ist. Ich könnte nach ihm suchen, aber warum sollte ich das tun? Weib gibt mir eine Motivation, das zu tun. Bitte die hiesige Miliz nach ihm zu suchen. Ja, ich werde natürlich nach dem Rechten sehen. Nein, ihr sollt nicht euer Leben für uns aufs Spiel setzen. Ich kann euch nicht darum bitten. Und außerdem habe ich nichts, was ich euch als Lohn geben könnte. Wir sind sehr arm, mein Sohn und ich. Kein Problem, den Sohn einer solch ehrlichen Frau zu retten, soll Lohn genug sein. Ich bin doch der Held von morgen. Okay. Tja, Schlüssel. Eine verschlossene Holztür. Lass mich raten, das war der Schlüssel zu Dr. Elrats Haus. Wahrscheinlich. Händler, was hast du anzubieten? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Mit dem kann man ja noch nicht mehr handeln.
Mir gefallen die Berichte gar nicht, nach denen sich die Orks im Süden sammeln und auch schon wieder einen Angriff in die Nähe von Alleroth gestartet haben. Ich bin Landbesitzer und verpachte Grund und Boden in den Farmlanden. Wenn die Orks diese Gebiete überrennen, was wird dann aus meinem Einkommen? Und was, wenn sie die Städte angreifen? Da könnte ich selbst in Gefahr geraten. Oh, ich fühle mich so schwach. Ja, dann geh ein bisschen trainieren, Junge. Mann, 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 Mann. Okay. Markt von Flussheim. Vorsicht, Beutelschneider. Naja, die gibt es wahrscheinlich überall. Wer lebt denn hier? Oh, das scheint nur ein... ein Bürgerhaus zu sein. Leichter Ledergürtel, Rüstung 80. Ach nö, ist schon okay. Ruhe enthält nichts, aber Bücher gibt es hier. Magische Missgeschicke, Teil 6. Nuscheln und Gedächtnislücken. Häufigste Todesursache bei der Ausübung von Magie in fortgeschrittenem Alter. Sehr schön. Magische Missgeschicke, Teil 5. Ja, das hatten wir schon. Wahrscheinlich lebt hier ein Magier. Arme Bürgerin und Wache. Laufen wir nochmal außen hier um das Haus drumherum, bevor wir innen dann reingucken gehen. Ach, hier ist das komische Lager, wo ich das letzte Mal war. Okay. Ist hier irgendwo eine geheime Tür? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh. Apotheker. Okay, gehen wir mal reingucken. Oha, Walker. Texas Ranger. Ich nehme mal an, hier hinten darf ich nicht rein. Aber das fände ich doch so interessant. Naja, wir können das ja mal ausprobieren. Entschuldigt bitte, mein Herr, aber diese Tür führt zu meinen privaten Gemächern. Entschuldigt, das wusste ich nicht. Ja, geh sie abschließen. Schön. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, ist da noch was drin? Darf ich hier überhaupt hinten hin? Ich will doch nur Bücher lesen, falls es hier welche gibt. Magische Missgeschicke Teil 2. Feuerbälle, des Zauberlehrlings schnellster Weg ins Jenseits mittels Kehrblech und Handfeger. Okay. Die Abenteuer des Piraten Omar, erster Teil. Haben wir von dem Piraten Omar schon mal was gehört? Die wahre Herkunft von Omar ist ungewiss. Hingegen ist bekannt, dass er einer der berüchtigsten Piraten war, der die Meere fernab im Norden durchschiffte. Die Zahl der Händler, die unter ihm zu leiden hatten, war groß, und so heuerten diese viele Attentäter und Kopfgeldjäger an, um den Piraten aufzuspüren. Omar aber war zu gewitzt. Er verbrachte einen Großteil seines Lebens im armen Viertel von Flussheim und beraubte mehr als 300 Händler. Okay. Viele derer, die ihn näher gekannt hatten, sprachen von einer Karte, die auf dem Rücken des Piraten tätowiert sei. Okay, und auf einen riesigen Schatz verweise. Auf dem Rücken, da kann er sie doch selbst gar nicht lesen. Na okay, das brauchen wir nicht. Seid gegrüßt, kommt nur, kommt und stöbert durch meine Waren. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Ich braue die besten Tränke im ganzen Herzogtum und alles gibt es zu vernünftigen Preisen. Ich hätte gerne etwas äußerst Seltenes und zwar keinen Trank. Aber natürlich nur, wenn ihr so etwas verkauft. Ah, ich besaß so einen Gegenstand, habe ihn aber gestern verkauft. Es die goldene
Münze des Transportes. Man hat sie nur zu Boden fallen lassen und wenn man sich nach ihr gebückt hat, war man an einem anderen Ort. Ich habe sie närrischerweise einem ehrlich aussehenden Gentleman zur Ansicht überlassen. Und bevor ich Eigenschaften und Preis nennen konnte, ist er auch schon damit verschwunden. Überraschung. Erinnert mich an den Schmied, der dieses Schwert hatte, was unbesiegbar macht. Allerdings habe ich die Genugtuung, dass er höchstwahrscheinlich jetzt gefangen ist. Die Münze bringt einen an zwei verschiedene Orte, abhängig davon, auf welcher Seite sie landet. Beide ohne Ausgang. Es gibt einen dritten Ort, eine Höhle angefüllt mit vielen Schätzen, aber der Dieb muss dort schon unglaubliches Glück haben. Man gelangt nur dorthin, wenn die Münze auf ihrem Rand landet. Interessant, interessant. Okay, aber das meinte ich eigentlich nicht. Kleiner Heiltrank. Ja, ich sag mal so, momentan haben wir ja eigentlich noch genug Tränke. Ja, naja, okay. Okay. Das können wir mal jetzt noch machen. Und wir können dir bei der Gelegenheit auch mal eigentlich Edelsteine und Ringe verkaufen. Metallring. Metallring. Rubin und Bernstein. Legen wir noch ein bisschen Gold drauf und dann hat sich die ganze Sache. Ihr scheint ein großes Angebot an Tränken zu haben. Wer seid ihr? Mein Name ist Walker, unabhängiger Apotheker aus dem Süden. Was Walker nicht hat, das braucht man auch nicht. Das ist allgemein bekannt. Irgendeinen Trank? Habt ihr einen, der mir ewige Jugend verleiht? Ich bin ein ehrgeiziger Kerl. Ich habe eine Droge, die ewiges Leben verleiht, bei wöchentlicher Einnahme. Doch wird der Alterungsprozess dadurch nicht aufgehalten. Aber in 200 Jahren wäre ich doch dann längst zum Skelett verfallen. Ja, ein seniles, lebendiges Skelett. Dieser Trank findet nicht viele Abnehmer. Lebt wohl. Aber du hattest doch noch was. Ich suche einen ganz besonderen Trank. Ach so. Eigentlich habe ich diesen Dingstrank gesucht. Mit dem des Scheintodes, genau. Lebt wohl. Außerdem hätte ich noch gerne was gegen Kater gehabt. Das hatte ich ja auch noch als Gesprächsoption. Schade. Nun gut, nun gut. Oh, ich kann nicht mehr lange machen. Also die Zwergensiedlung schaffe ich definitiv nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich jetzt hier nach dem Marktplatz das Ganze abbrechen müssen. Schon wieder. Na gut. Gulli. Ja, doch auch das heben wir uns für später auf. Ein großer Heuhaufen. Okay. Ich speichere mal, weil ich mich vage an etwas erinnern kann, was jetzt hier kommt. Genau. Achso, eine Katze. Das verheißt gar nichts Gutes. Lieutenant Robin, mit dir habe ich doch schon mal gesprochen. Du warst doch der, der mich verdächtigt hat. Oder auch nicht. Trödelt hier nicht so rum, Bürger. Bewegt euch, bewegt euch. Da ist dieser alte Kerl. Sein Name ist Tingalf. Er hat versucht, mir einige Waren von, sagen wir, ziemlich zweifelhafter Herkunft zu verkaufen. Ihr solltet bei ihm anfangen, wenn ihr nach Betreiber eines Schwarzmarktes in dieser Gegend sucht. Na, das heben wir uns mal noch auf. Die Einstellung der Wachen scheint mir überall gleich zu sein. Bareks Krämerladen. Richtig, wir haben den Händler Barek endlich mal gefunden. Mal gucken, ob er uns den Schlüssel zum Garten Nirikon rausrückt. Er sieht aus wie ein Chinese. Was gibt es denn hier so Schönes? Hier kann man wenigstens fast überall hin. Das ist doch mal nicht schlecht. Aber hier gibt es nichts, wo irgendwie Bücher und dergleichen sind. Honigwabe. Okay. Da kommen wir bestimmt nicht durch. Doch. Okay. Na gut, seine Privatgemächer sind es ja nun nicht.
Na gut,